Venom kommt Anfang Oktober in die Kinos und ist einer der Filme, die am meisten erwartet werden. Doch es gibt viele Faktoren, die diesen Film negativ beeinflussen. Und das ist zum einen das Marvel Cinematic Universe. Versteht mich nicht falsch, das MCU ist beeindruckend. Es gibt kein vergleichbares filmisches Universum und der Erfolg ist auf jeden Fall gerechtfertigt, auch wenn es mir momentan einfach zu viel ist. Aber egal, darüber habe ich schon häufig geredet. Aber das MCU ist jetzt daran schuld, dass wir einen Venom-Film mit keinem R-Rating bekommen, damit man in einem Sequel die Möglichkeit hat, Spider-Man einbauen zu können, und das ist Kacke. Zum einen passt Venom meiner Meinung nach gar nicht in das MCU. Zumindest will ich mir nicht vorstellen, dass Venom auf Iron Man trifft. Das funktioniert in meiner Denkweise nicht. Dafür ist Venom zu dunkel, und anstatt Venom heller zu machen, sollte man entweder im MCU Platz auch für dunkle Seiten machen oder ihn einfach rauslassen. Marvel ist für mich kein Star Wars. Star Wars war für mich schon immer etwas für Kinder und deswegen würde ich einen Star Wars Film ab 16 unpassend finden. Naja, zumindest wenn der Film zur Skywalker-Saga gehört, aber Marvel ist für mich nicht in diese Schiene einordbar. Ja, Deadpool und Logan gehören nicht zum MCU, das ist mir bewusst. Dennoch hätten sie auch gar nicht in dieses Universum gepasst, weil die Charaktere im Gegensatz zu den MCU-Charakteren viel zu viel Blut bewusst hinterlassen. Und ich finde, so hätte auch Venom sein müssen. Ich habe Venom noch nicht gesehen, aber ich kann schon dank den Trailern sehen, dass wir enttäuscht sein werden. Nicht weil Tom Hardy schlecht ist, nicht weil Venom schlecht ist, sondern weil der Film in das MCU passen muss. Deswegen wird es auch Humor geben und ich denke, das wird kein schwarzer Humor à la Deadpool, sondern Humor wie bei Iron Man, der auch nicht schlecht ist, versteht mich ja nicht falsch, aber natürlich auch für jüngere Zuschauer angepasst ist. Kommen wir nun nochmal kurz zurück zu der Altersfreigabe. Als ich das Video gemacht habe, gab es noch keine deutsche Altersfreigabe für den Film. In Amerika wird er auf jeden Fall kein R-Rating bekommen, was zwar bei uns auch ab 16 Jahren sein könnte, Beispiel Suicide Squad, aber was bringt uns das? Der Film zielt auch auf Zuschauer, die 12 sind, und das passt nun mal nicht zu meinem Venom. Ich will Blut sehen, ich will Gewalt sehen, ich will Venom sehen. Nicht, weil ich irgendwie eine Sucht nach gewalttätigen Filmen habe, sondern weil ich mir so immer Venom vorgestellt habe. Vielleicht werde ich ja überrascht und der Film wird gut und er trifft einen guten Ton. Das wäre cool. Dennoch muss man immer an das verschenkte Potenzial denken, das der Film hatte. Ich lasse es mal an der Stelle unkommentiert, dass jetzt schon mindestens 2 weitere Sequels geplant sind. Die Kunst steht mal wieder im Hintergrund. Danke, Sony. Trotzdem will ich noch kurz anmerken, dass ich den letzten Trailer ziemlich gut fand. Vor allem Venom gefiel mir sehr gut und diese Szene im Kiosk wirkt sehr cool. Dennoch zeigt sie genau mein Problem mit dem Film. Als sich das Gesicht von Venom zeigt, wirkt es fast ein bisschen Slapstick und ich habe Angst davor, dass der Schnitt im Trailer im Film genauso bleibt und man sich dann zwar vorstellen kann, was passiert, aber ein Venom hat nun mal das Potenzial, einem Angst zu machen und seine Brutalität in dieser Szene zu beweisen. Das wird er im Film, denke ich, nicht tun. Aber wie steht ihr zu Venom? Freut ihr euch auf den Film oder habt ihr die gleichen Ängste, die vielleicht auch ich habe? Ich bin tatsächlich ziemlich gespannt auf den Film, denn ich hoffe tatsächlich, dass er nicht schlecht wird, aber ich muss es leider befürchten, weil einfach so viele Faktoren gegen den Film sprechen. Naja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert auch meinen Zweitkanal, wenn ihr gerne Musik hört, und ja, das war's eigentlich. Habt noch einen schönen Tag und tschüss. What the hell are you? We.